Open 2012, der erste Tag. Es wird schon langsam Abend. Keine Menschen haben angefangen heute und sie waren richtig, richtig laut gewesen. Ich glaube, es hat noch nie ein lauteres oder heftigeres Gewitter gegeben, Open Air Gampel, als euer Gig. Ja, was soll ich sagen? Also, Mutter hat sicher heftiger als wir. Da gibt es keine Frage. Aber für, also als erste Band, Gräber, es war schon nie etwas gegeben. Wie war es für dich, als Jungspund in dieser Band, jetzt da endlich mal auf dieser Gampierbühne zu stehen? Ja, das war der Hammer. Es war immer schon mal ein Traum, auf der Bühne zu stehen, wo man früher die Bands da gesehen hat. Also, definitiv Hammer geil. Die Stimmung, die Leute. Überrascht, dass so viele Leute da waren. Am Anfang schon. Und so warm war es. Und wunderbar. Also, es war Viertelblut-Wahnsinn. Hat man sich da speziell darauf vorbereitet, auf diesen Viertelblut-Wahnsinn? Eigentlich gross. Also, ja. Das ist, gut, die Bühne war ein bisschen grösser gewesen, als sonst. Das ist ein besonderes. Ich musste ein bisschen mehr bewegen, was mir eigentlich gar nicht so schlecht tut. Und nein, sonst denke ich, spielen wir sonst einfach Bühne, aber ins Mikro drin rülpsen. Gut? Ins Mikrofon reingekorbsen, finde ich ein wichtiges Stichwort. Sag mal, was ist das genau, was du machst auf der Bühne? Singen ist es ja nicht mehr, oder? Ja, nicht wirklich. Ich würde es mehr als Growlen bezeichnen. Also, das englische Wort passt besser. Also, mehr so, aber so. Also, jetzt, sag mir noch, was Growlen heisst, vor allem die, die keine Ahnung haben, was Englisch ist. Ja, aber Mischung zwischen Brüllaff, Schwein und Gorilla mit einem Raben, wenn es kritzt. Wie ist das für dich zum Spielen eigentlich, neben so einem kleinen Tier zu haben? Ja, das ist ein Nier, Spiga. Das ist eine Legende, gell? Wie landest du in so einer Band? Wie kommst du zum Death Metal überhaupt? Also ich zum Death Metal bin ich gekommen, eigentlich über normalen Metal. Aber mich hat der Schlagzeuger einmal angefragt, ich habe vorher eine andere Band gespielt und hinter einen Bassist gesucht. Da dachte ich, natürlich, das steige ich so vor dir. Also das war für mich eine Ehre, mit Cremation zu spielen. Also. Hättest du je gedacht, als du angefangen hast, Bass zu spielen, dass du mal so viel schnell spielst? Nein, definitiv nicht. Okay, Jungs, viel Vergnügen noch an diesem Festival. Ich nehme an, ihr seid noch ein bisschen rum und ihr bleibt hier dran und schaut noch ein bisschen. Oder sagt man heute online bleiben?